ich laber jetzt schon wieder zu viel. Seht's? Ich bin heute allein unterwegs. Müssen wir mal die Jacke rausnehmen, es ist nämlich kalt. Und zwar gehen wir jetzt mal an das Wasserwerk gucken in Lohmen und gucken mal, ob es da schon ein bisschen vereist ist. Seht ihr jetzt mal, wie wir da runter gucken gehen und wie toll das da eventuell aussieht. Wie ihr seht, bei schönstem Wetter heute. Guckt mal, da müssen wir runter. Können wir mal an die Kante gucken, vorsichtig. Im besten Fall nicht nachmachen, vorsichtig sein mit Kanten. Oh ja, das schaut gut aus. Da unten scheint es schon vereist zu sein. Guckt mal. Los geht's, wir gehen runter. Jetzt wird es etwas tricky. Jetzt nehme ich steil runter. Guckt mal, da unten. Sieht schon gefroren aus. Wir gehen mal runter. Seid auf jeden Fall immer schön vorsichtig. Also es geht noch, es ist aber schön zugefroren. Ich habe gerade eine Dame getroffen, die meinte, ja, na, da kennst du was. Guck mal, da, seht ihr das? Eis. So, wir schauen jetzt mal die Treppe hier runter. Und dann, oh jojo, guck mal, alles vereist. Schön langsam, damit wir hier nicht abgehen. Aber es geht noch. Es ist noch nicht so viel Eis, wie es vor, glaube ich, 2 Jahren, 3 Jahren war. Da war es hier um weiten mehr vereist. Aber wir müssen trotzdem vorsichtig sein. Wir wollen schließlich nicht ausrutschen. Oh, guck doch mal. Jetzt mal runter. Gucken mal, ob wir da noch von unten reinkommen. Ja, guck mal. Dahinter, vielleicht kriegen wir das ein bisschen drauf. Wir wagen uns jetzt mal aufs Eis. Aber schön. Vorsichtig, denn auch ich bin alleine. Hier auch gerade aktuell. Also wenn hier wirklich was Ernsthaftes passieren sollte, niemand da, der mir helfen kann. Deswegen immer Obacht, wenn ihr alleine unterwegs seid. Gerade bei zum Wetter, wenn ihr hier ins eisige Wasser fallt und vielleicht nicht gleich rauskommt. Das kann auch gefährlich sein. Ja. Diesen Winter sind die Chancen relativ groß, dass komplett wieder alles vereist ist. Das war letztens
übergelaufen. Das läuft dann über, das weint dann da runter, dann ist das richtig weit. Vielleicht machen wir das im selben Zug mal wieder mit der Gouch-Krotte, wo man einfach anhalten kann. Das ist ein richtiger Sprühnebel. Das kommt so richtig mal rüber. Seht ihr das da, die Leute? Das Kätzchen was rüber. Ich muss aufpassen. Meine Hände sind nämlich langsam ganz schön kalt. Okay, wir gehen erstmal wieder nach oben. Da sind so schöne Bilder gemacht. Vielleicht gibt es da was auf Insta zu sehen. Und wir werden, denke ich, aller spätestens auch im Januar, Februar nochmal hierher fahren. Und uns das mal in voller Pracht nochmal anschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich gehe jetzt zurück zum Auto, fahre wieder zurück nach Hause. Jenny ist ja nicht mit, ich bin heute alleine unterwegs. Also wenn man alleine Urlaub hat, dann macht man eben alleine Urlaub und dann fährt man eben fotografieren. Es war sicher etwas laut da unten, aber ich bin jetzt fast oben. Es fehlt nicht mehr viel. Ich werde noch den schönen Tag genießen. Ich hoffe, ihr könnt das auch. Überhaupt natürlich am Veröffentlichungstag des Videos, der auch so ein schöner Tag ist oder war, wahrscheinlich war, weil es ja 18 Uhr kommt, wünsche ich euch einen schönen Abend und vielleicht auch nicht, vielleicht zieht es euch auch mal hierher. Weil hier kann man auch weiter sehr schön spazieren gehen. Da hinten raus kann man eine schöne Runde laufen, hier hinten lang an der Wesnitz lang. Aber im Winter ein sehr beeindruckendes Spektakel. Also wie gesagt, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schaut euch das mal an, die Sonne da hinten. Tolles Winterwetter. Wann haben wir das denn zum letzten Mal im Dezember gehabt? Zumindest in dieser Region. Es gibt Regionen, da gelingt mehr Schnee, ist klar. Aber ich muss sagen, sehr toll. Aber auch sehr kalt. Also es sind, glaube ich, noch um die minus 5 Grad oder so. Also zieht euch warm an. Und vor allem, wenn ihr da runtergehen solltet, solltet es doch mal jemanden wagen und machen. Seid echt vorsichtig. Also teilweise sind die Stufen vereist. Kleidet euch entsprechend und zieht auch vor allem entsprechendes Schuhwerk an. Ich glaube, ich muss mal Perspektive drehen. Jetzt seht ihr mich wahrscheinlich besser. Sonst blendet die Sonne dagegen. Genau. Richtiges Schuhwerk, ganz wichtig. So, ich habe es jetzt gleich zum Auto geschafft und glaube, ich werde mir jetzt was zu essen gönnen. Irgendwo unterwegs. Ich glaube, jetzt blendet die Sonne. Ich bin zurück im Auto und was ich noch sagen will, vergesst nicht, den Parkschein zu lösen. Ihr könnt das hier, sehe ich gerade, auch mit der Handy-Park-App machen. Also das ist schon mal total super. Gebührenpflichtiger Parkplatz. Also, und ich laufe jetzt schon wieder zu viel. Ciao. Any place, all.